Die Ruhe, sie lässt den Kemnader See entstehen. Was wir hier sehen, ist ein Seitenarm. Hier entstand ein herrliches Fleckchen für unsere Wuffis. Ein abgeteiltes Territorium für Hunde, das Experten als Therapiezentrum bezeichnen. Im Hintergrund der Kemnader See. Warum nahezu alle Hunde beim Betreten solcher Plätze eine wundersame Verwandlung vollziehen, erkläre ich immer wieder auf meiner Internetseite. Sozialisierung gegenüber ihren Artgenossen findet hier praktisch von selbst statt. Was hier mit ihnen geschieht, ist angewölft und eindeutig von Wölfen vererbt. Wer zudem noch von seinem Hund als Rudelführer anerkannt ist, kann hier mit seinem Wuffi wahre Wunder erleben. Wir sollten sie nicht daran hindern, selbstständig Kontakt zu ihren Artgenossen aufzunehmen. Nur gelegentliches Abrufen fördert den Kontakt zum Führer. Warum an solchen Orten weder Spielzeug noch Leckerchen etwas verloren haben, werde ich kurz erklären. Leider ist die Unbelehrbarkeit vieler Hundehalter genau an dieser Stelle extrem hoch. Gerade junge Hunde sollten lernen, mit ihren Artgenossen zu spielen. Das Apportieren fördert ihren Beutetrieb und sie werden nach und nach immer weniger Interesse an ihren Artgenossen finden. Aggressionen sind vorprogrammiert und ganz besonders bei Hütehunden zu erkennen. Was glaubt ihr, bewirken Leckerli? Sie können lediglich das Konkurrenzverhalten fördern. Gehorsam entsteht nicht durch Leckerli. Hierzu bedarf es Liebe, Vertrauen, Konsequenz und eine sichere Hand, sie zu führen. Bei meinen Hunden bleiben Leckerli innerhalb unserer vier Wände.
und sie funktionieren dennoch außerhalb perfekt. Leider ein Umstand, der in den wenigsten Hundeschulen vermittelt wird. Von den Geschichten der Obergurus in den Medien ganz zu schweigen. Wie gefestigt eure Beziehung zu eurem Vierbeiner ist, könnt ihr ganz einfach feststellen. So kann ich mich 20 Minuten lang mit dem Flug meiner Drohne beschäftigen. Meine Abby wird mich in dieser Zeit nicht eine Sekunde aus den Augen verlieren. Egal, welche Reize auch immer in dieser Zeit auf sie einwirken. Bringt sie gelegentlich an diesen Ort, lasst sie die wundervolle Atmosphäre genießen und ihre Toleranz steigt ins Unermessliche. Noch eine Bitte: Lasst eure Hunde an solchen Orten keine Löcher buddeln. Ich selbst hätte mir heute beinahe wieder die Knochen gebrochen. Und wenn meine Abby mit 50 Stundenkilometer in ein solches Loch tritt, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Dieser Zugang zum Wasser ist für unsere Vierbeiner sehr gefährlich. Aufgrund der dicken Steine und etlicher Löcher können sie sich sehr schnell verletzen. Ich würde mich freuen, wenn sich Sponsoren melden, dass wir diesen Zugang zum Wasser verbessern können, indem wir Material anschütten. Ein Gespräch mit dem Umweltamt würde dies ermöglichen.